Zwei SportjournalistInnen und ein Fall. Sieg und Triumph meets Abgründe und Verbrechen. Dieser Podcast erzählt die spannenden Geschichten von Top-AthletInnen und TrainerInnen. Sport ist nicht immer fair. Sport ist nicht immer gerecht. Trotz Videobeweis, trotz Regelwerk, trotz Schiedsrichtern. Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? Wenn im Umfeld einer Sportart jemand betrogen, attackiert oder sogar ermordet wird und es eben kein Videobeweis gibt. Das ist die Sportjournalistin und Moderatorin Lena Kassel. Zusammen mit ihrem Kollegen Daniel Mücksch hostet sie den Podcast Playing Dirty – Sport und Verbrechen. Das ist unsere heutige Empfehlung. Ihr hört den Podcast von Detektor FM. Playing Dirty ist ein True-Crime-Podcast mit Fokus auf Verbrechen aus der Sportwelt. In jeder Folge widmen sich Lena Kassel und Daniel Mücksch einem anderen Fall. Lena Kassel hat in puncto Fußballberichterstattung schon so einige Stationen durchlaufen, von der Sportschau bis zur Highlight-Show der Champions League. Daniel Mücksch hat als freier Autor verschiedene Sportressorts mit Artikeln versorgt. Mithilfe von ExpertInnen-Interviews und Originalquellen versuchen die beiden, verschiedenen Verbrechen auf den Grund zu gehen. Dabei geht es nicht nur um Verbrechen, die SportlerInnen selbst begangen haben, sondern auch um Fälle, in denen die SportlerInnen Opfer von Straftaten wurden. Wie zum Beispiel die Basketballlegende Dirk Nowitzki. Für mich ist die Diskrepanz zwischen Innen- und Außenwahrnehmung wirklich zentral in unserem heutigen Fall. Wie sehe ich mich? Wie sieht der Rest der Welt mich? Und Nowitzki ist, glaube ich, dafür wirklich so ein Paradebeispiel. Bei ihm kommt in diesem Fall besonders tragisch aber hinzu, dass Dirk Nowitzki ja privat wirklich immer sehr vorsichtig ist und sehr vorsichtig immer gewesen ist. Und dass gerade solch ein Fall ihn so in die Öffentlichkeit drängt, ich glaube, das gefällt ihm bis heute nicht besonders gut. Lange Zeit ist Dirk Nowitzkis Privatleben nun ja privat. Das ändert sich, als der Profisportler seine spätere Verlobte kennenlernt. Aber der Reihe nach. Als erstes klären die Hosts, wie Nowitzki der Basketballstar wurde, als den wir ihn heute kennen. Angefangen hat alles in Würzburg. Hier wächst Dirk Nowitzki auf, spielt wie schon seine Mutter Basketball und lernt seinen Trainer, Mentor und Wegbegleiter Holger Geschwinder kennen. Geschwinder erkennt Nowitzkis Talent, fördert ihn und begleitet ihn in die USA, wo NBA-Scouts auf Nowitzki aufmerksam werden. Mit 20 Jahren im Jahr 1998 spielt Nowitzki für das NBA-Team Dallas Mavericks. Anfang der Saison 2003-2004 wird er dann endgültig zu einer tragenden Säule der Mavs und zu einer festen Größe in der NBA. Er führt die Texaner das erste Mal seit 6 Jahren in die Playoffs. Doch Nowitzki ist nicht einfach nur gut, er revolutioniert das Spiel. Bis dahin hatten Spieler mit seiner Körpergröße, 2,13 Meter, eine Aufgabe. Unter dem Korb aufzuräumen, Rebounds zu holen, aus kurzer Distanz zu punkten. Mit Nowitzki wird aber der spielende Riese in der NBA geboren. Er dribbelt, passt und trifft auch aus der Distanz. Und das nicht irgendwie. Gemeinsam entwickelt Nowitzki mit Geschwindner einen Wurf, der bis heute als nicht zu verteidigen gilt. Dirk Nowitzki ist als Basketball-Ausnahmetalent in aller Munde. Die ganze Welt kann seine Sportkarriere verfolgen. Aber was ihn privat umtreibt, davon dringt nichts an die Öffentlichkeit. Bis zum 6. Mai 2009. Wie aus dem Nichts taucht eine Breaking News auf, die das Leben von Dirk Nowitzki von der einen auf die andere Sekunde auf den Kopf stellt. Doch das hat nichts mit Passen, Blocken oder Punkten zu tun, sondern mit seinem Privatleben. Mit seiner Verlobten, die er als Chrissy kennen und lieben gelernt hat. Sie wird in seiner Villa in Dallas vom FBI festgenommen. Und Dirk Nowitzki wird Chrissy nie wieder in seinem Leben wiedersehen. Es gibt neue Informationen über die Story, die wir heute früh enthüllt haben. Crystal Taylor sitzt im Gefängnis von Dallas. Sie wurde im Haus von Nowitzki in einer wohlhabenden Gegend von Dallas festgenommen. Die Behörden fanden heraus, dass Taylor mindestens 8 unterschiedliche Identitäten benutzt habe. Wer ist die Frau wirklich, die Dirk Nowitzki fast geheiratet hätte? Was wollte sie von ihm? Und was sind die Folgen ihres Schwindels? Darüber sprechen Lena Kassel und Daniel Mücksch. Und am Ende fragen sie sich, was können wir aus diesem Fall mitnehmen? Also mir geht da die ganze Zeit die Frage nicht aus dem Kopf, wie stark ist der Einfluss von Mentoren auf unsere Supersportler? Mhm. Ich meine, bei Dirk Nowitzki war es jetzt so gewesen,
dass es seine allererste Entscheidung gewesen ist, die er wirklich für sich allein getroffen hat, sich mit Chrissy zu verloben. Also er war mit 30 Jahren sicherlich ein Weltklasse-Basketballer, ein Ausnahmesportler, aber ich habe doch das Gefühl, dass er sozial maximal ein Teenager gewesen ist in dieser Zeit und dass diese Balance da auch ein Mentor wie Holger Geschwindner nicht so richtig hinbekommen hat. Dass er die sportliche Entwicklung unglaublich vorangetrieben hat, aber sozial da doch einiges hat liegen lassen. In Playing Dirty tauchen Lena Kasse und Daniel Mücksch tief ein in die Welt der Sportverbrechen und haben dabei auch selbst einige Anekdoten zu den ProfisportlerInnen auf Lager. Dank genauer Recherche und Fachwissen aus der Sportwelt bietet der Podcast eine geballte Ladung Sportinsights und dazu, wie es sich für True-Crime-Formate gehört, eine Menge Spannung. Wie kam es zum traurigen Ende von Schalke-Legende Rudi Assauer? Hat Oscar Pistorius seine Freundin kaltblütig erschossen? Wie konnte es so weit kommen, dass der Schiedsrichter Robert Heutzer Fußballspiele für Geld verschiebt? Und was lehren uns diese Fälle über das Leben? Diesen Fragen geht Playing Dirty auf den Grund. Der Podcast ist eine Produktion von Wake Word Studios in Kooperation mit 7One Audio. Seit Anfang August erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge. Und wer diesen Podcast hört, verbringt vermutlich auch viel Zeit beim Kreisliga-Fußball. Das war unser Podcast-Tipp für heute. Wenn ihr morgen noch auf dem Laufenden bleiben wollt, was unsere Empfehlungen angeht, abonniert unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform. Wir freuen uns auch immer über ein Like oder einen Kommentar von euch. Dieser Tipp kam von Josephine Schöpe, Redaktion Caroline Breitschädel, Joana Voss und Doreen Rothmann, Produktion Stanley Baldauf. Und ich bin Ina Lebetjew. Morgen stellen wir euch den Podcast Homegirls vor. Wir hören uns.